Ja, da hast du die Latte ganz schön hochgelegt. Warte noch eine Sekunde, damit wir den Timer auch starten können. Um es noch ein bisschen kreativer zu machen für meinen Vortrag, brauche ich dich mal kurz, dass du würfelst für mich. Da sind Symbole drauf, die ich dann in meinen Vortrag einbauen werde. Ein Auge, ein Fisch und ein Fußabdruck. So, den ja, da können wir auch ein Hai draus machen. Das erste ist relativ einfach. Ich versuche heute mal, einen Fußabdruck zu hinterlassen beim Thema kreativ im Alltag oder Kreativität im Alltag. Das klingt total philosophisch, das klingt super mysteriös. Und Sascha hat erzählt, dass ich durchaus ein bisschen kreativ bin. Jetzt wollen wir dem mal ein bisschen auf den Grund gehen, weil ich studiere es gerade. Das heißt, ich bin heute aus meinen Papieren hoch in den Flieger nach Zürich gestiegen, bereite gerade eine Forschungsarbeit vor zum Thema Kreativität im Alltag. Deswegen erstmal Hände hoch, wer von euch ist kreativ? So, wer von euch ist nicht kreativ? Okay, das heißt, es scheint schon mal einen Unterschied zu geben zwischen uns Menschen. Die einen sind kreativ, die anderen nicht. Das wollen wir jetzt mal herausfinden mit einem einfachen Kreativitätstest, der aus den 50er Jahren stammt. Das heißt, ihr habt jetzt gleich 20 Sekunden, die ich euch von meiner Zeit schenke, und dürft euch im Kopf alternative Nutzungsmöglichkeiten für einen Baustein, also für einen Ziegel vorstellen. Soweit klar, also so ein Klinker, ne? So ein roter Ziegelstein. Zeit läuft jetzt. Und ihr zählt mit für euch selber, ne? Ich hoffe, die sind gut investiert, die 20 Sekunden. So, wir halten mal hier an. Wer hat weniger als 5? Ja, 1, 2, okay, weniger als 10, okay, weniger als 15, mehr als 15. Ja, okay, also irgendwo so bei 10 zwischen 15, das ist so ein bisschen das, ist tatsächlich ein sehr valider Test, der das divergente Denken, Divergenz beschreibt, ist natürlich nur ein Teil von Kreativität, und weil ich das Wort jetzt schon inflationär verwendet habe, sollten wir uns mal Gedanken machen, was ist es überhaupt? Also das heißt als allererstes, was ist Kreativität? Und die Forschung ist sich quasi einig, nicht ganz, aber Kreativität heißt, etwas Neues und Nützliches zu erschaffen. Bei den Bildern habe ich das übrigens eine KI machen lassen, deswegen seht ihr da auch, wenn ihr wollt, irgendwie immer den Prompt unten drunter, damit ihr wisst, wer das Bild gemacht hat für mich, das war ich nicht selber, und was heutzutage in der KI schon kann oder eben halt auch nicht. So, das heißt, etwas Neues zu schaffen ist kreativ, bedeutet, man macht natürlich nicht irgendwas, was jemand anders gemacht hat, dann wäre es Wiederholung oder Routine, und nützlich muss es auch sein. Das macht das Ganze schon ein bisschen schwieriger, weil irgendjemand muss es beurteilen. Deswegen gibt es ja auch so Unterschiede von kreativen Äußerungen. Deswegen gibt es heutzutage auch Leute, die extrem kreativ sind. Wir denken an die ganzen Künstler und die Schaffenden und die irgendwelche Meisterwerke hinkriegen. Wir können aber auch an Kinder denken. Und das ist eher das Thema Kreativität im Alltag, die natürlich anfangen zu lernen, indem sie kopieren, indem sie in ihrer Fantasie Welten erschaffen und alternative Dinge hervorbringen. Und mich interessiert eher dieses Thema, was passiert eigentlich im Alltag? Und mein Ziel ist heute, euch auch ein paar Tipps mitzugeben, wie ihr kreativ sein könnt. Oder für die, die so unter 5 hat, nochmal die Hand hoch kurz. Genau, für euch ganz besonders aufpassen jetzt, ja? Wichtig ist, Kreativität ist, und das haben ganz viele mittlerweile auch schon bescheinigt, und wir reden da von Wirtschaftsforen und der EU-Kommission, eine der wichtigsten Soft Skills des 21. Jahrhunderts. Warum ist sie das? Weil sie ist in Verbindung mit dem Thema Anpassungsfähigkeit etwas, was uns Menschen ureins ist, nämlich wir haben es immer geschafft, uns anzupassen. Es geht um unsere Vorstellungskraft, es geht darum, lebenslang auch zu lernen, neue Dinge eine Chance zu geben und auch wirklich festzustellen, dass das Gehirn es schafft, nicht irgendwann einen Stopp zu machen und man weiß alles, sondern es geht immer weiter, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist sehr gut. Es ist so, dass Kreativität zu einem persönlichen Wohlbefinden führt. Also es tut auch was, wenn es einem nicht so gut geht.
Gleichzeitig ist es ein Ausdruck von Freude und Motivation ist extrem wichtig und es ist natürlich ein ganz klassischer Problemlöser. Damit haben wir im Alltag viel zu tun. Wir stehen vor einem Problem, viele wahrscheinlich im beruflichen Umfeld und müssen jetzt gucken, wie kriege ich eine Lösung hin. Kreativität passiert jeden Tag und wir haben schon darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die sich damit intensiver beschäftigen. Nur ganz kurz mein kleiner Werbeblock. Also ich bin zum einen Unternehmer, zum anderen eben auch gerade Student, war 9 Monate auf Malta und schreibe jetzt meine Forschungsarbeit dazu. Und wer sich über diese ganzen vielen Bereiche austauschen möchte, darf das gerne nachher beim Bierchen tun. Und wir lenken uns jetzt wieder die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit, Kreativität zu kategorisieren. Es geht um den Schaffenden, der etwas Neues schafft, das seid ihr. Es geht um das Produkt, was hinten rauskommt. Was ich extrem wichtig finde, sind aber die zwei anderen Punkte. Der Prozess, der im Kopf abläuft, der in der Motivation abläuft und im Verhalten und gleichzeitig der Kontext. Weil auch wenn viele glauben, es gibt die Genies unserer Zeit, die irgendwas hervorbringen und das einfach so hinkriegen, stimmt das ja nicht. Da gehört ein Kontext dazu, da gehört Material dazu und da gehört vor allen Dingen auch ein förderliches Umfeld dazu. Das bedeutet, wir haben viele Möglichkeiten, wie wir unsere eigene Kreativität verbessern können. Was sind die Einflussfaktoren? Intrinsische Motivation ist so ein geiles Wort, das lese ich gerade jeden Tag 50 Mal. Also wenn ihr etwas tut, weil ihr einfach das tun wollt. So, wenn ihr keine Belohnung von jemand anderem braucht, das ist viele triggern irgendwie die Karotte, aber wenn man von selber läuft ohne Karotte, ist das intrinsisch. So könnt ihr es euch vorstellen. Gleichzeitig geht es um Wissen. Wer mehr weiß, kann kreativer sein. Bestes Beispiel ist übrigens da für mich immer noch Thomas Edison, ist bis heute übrigens in Amerika derjenige, der am meisten Patente angemeldet hat. Auch wenn er schon ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht mehr da ist, aber viel hilft auch da viel beim Thema kreative Leistung. Deswegen nochmal die Hand hoch, die über 15 hatten. Gut gemacht. Selbstwirksamkeit, wer von sich glaubt, dass er etwas gut kann, wird bessere Ergebnisse liefern. Hat der ein oder andere vielleicht in einem anderen Zusammenhang schon mal gehört. Und gleichzeitig zählt auch der Gemütszustand dazu. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe mit einem guten Gefühl, habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich kreativere Leistungen vollbringen kann, wenn wir tatsächlich schauen wollen, wenn es um ein Ergebnis geht. So, was ist jetzt wichtig? Ein paar Tipps. Jetzt mal Auge auf die Tipps, damit ist die Nummer 2 auch weg, sehr gut. Das bedeutet, wer es schaffen möchte, ein bisschen mehr Kreativität im Alltag für sich zu bekommen und vielleicht auch zu fördern, sich damit ein bisschen mehr intensiv beschäftigen möchte, der sollte sich von der Aufgabe, wo er glaubt, Kreativität hinzubringen, distanzieren. Lasst es liegen. Geht laufen, macht was anderes. Nachgewiesenerweise gibt es eine Inkubationszeit für Ideen und das werden ganz viele bestätigen können, egal ob das jetzt der Heureka-Moment ist oder auch nur plötzlich die Idee, die in der Dusche kommt, in der Sauna oder ich habe sie häufig beim Joggen, wenn man etwas ganz anderes macht. Das hilft. Geht raus. Dissoziation sozusagen. Gebe ich euch gleich noch ein paar praktische Beispiele. Macht euch die Aufgabe zu einem Spiel. So, da ist das Thema Würfeln zum Beispiel relativ gut, wenn man sich Symbole nimmt und einfach sagt, meine Aufgabe ist jetzt ein Puzzle. Wie löse ich sie? Ich fange bei den Ecken an. Macht euch eine Liste mit Dingen, die ich euch in eine gute Stimmung bringen. Wer ein Lieblingslied hat, spielt es ab, wenn er so etwas vollbringen muss. Zum Beispiel, wer eine Lieblingsfarbe hat, ein Lieblingsessen, eine Lieblingsfreundin und so weiter und so fort. Also, hypothetisch jetzt, ne? Also ihr habt die einen oder den einen, das ist klar. Startet den Morgen mit guter Laune, auch da ist es so, dass Forschung herausgefunden hat, wenn man das morgens hinkriegt, sind die Ergebnisse gut, man sagt sogar 2 Tage später auch noch. Also das heißt, ihr könnt das, wenn ihr für die ein bisschen pragmatischer unterwegs sind unter euch, sucht euch den einen Tag raus, gebt da Vollgas auf gute Laune und dann könnt ihr 2 Tage kreativ schaffen.
Nochmal, ich will nochmal auf das Thema Wissen eingehen. Es ist extrem wichtig, wer sich mit seinem Themenfeld extrem gut auskennt, der hat die Möglichkeit, dort Neues zu schaffen und vor allen Dingen auch Dinge miteinander gut zu kombinieren. Sucht euch etwas, was euch interessiert, um seiner selbst willen, da geht es um Leidenschaft. Gebt euch selber Zeit, ein Killer für Kreativität ist Deadline. Das muss man manchmal Arbeitgebern oder Kollegen erklären, aber wir reden ja über euren persönlichen Alltag. Feiert kleine Erfolge, dadurch steigert euer Selbstbewusstsein, damit die Selbstwirksamkeit, das hilft. Und eine schöne Überleitung ist, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich jetzt ein Fisch wäre? Dann wäre ich jetzt schon stumm, aber ich habe noch eine Minute 45. Die nutze ich jetzt, um noch ein paar Tools zu zeigen, die ich in meiner Forschung anwende. Neben diesen Würfeln, weil das wird auch ein Teil sein, den Leute kriegen, um damit ein bisschen kreativer sein zu können. Was würde X tun? Wenn ihr selber keine Lösung habt, dann überlegt euch doch mal, was würde Pippi Langstrumpf machen in diesem Moment? Die hat ja durchaus ihre eigene Ansicht. Was würde ein, das ist Leonardo da Vinci, machen? Oder den dritten kennt man auch noch, was würde Bob Marley machen? Da wüsste ich die Antwort, ja, ist schon klar. Und danach geht alles einfacher und dann ist das Zeitthema auch totgeschlagen. Finde ich gut. Was würde Napoleon machen? Der würde irgendwo einmarschieren, auch das ist logisch. Hilft aber auch nicht, wenn man in die fremde Abteilung oder ins Wohnzimmer marschiert, wo die Kinder spielen und sagen, so, jetzt habe ich wieder den Hut auf. Aber das hilft tatsächlich, um sich selber mal rauszubringen aus seinem kleinen Kollaps, den man im Kopf hat. Und dann gibt es noch etwas, das ist die sogenannte Synectics. Das ist mein Abschluss. Wenn man eine Lösung sucht und nicht weiterkommt, dann sucht man sich ein Bild, was damit nichts zu tun hat und überlegt sich, welche Attribute gibt es bei diesem Vogel, die ich auf das Problem anwenden kann. Das heißt zum Beispiel, der Vogel steht auf zwei Stelzfüßen und ist vielleicht nicht so gut gemacht, in seinem Element am Boden zu laufen. Aber wenn er in seinem richtigen Element unterwegs ist, dann vollbringt er Meisterleistungen, die andere nicht können, die für ein anderes Element gemacht sind. Vielen Dank.